Gut. Meine Geschichte geht es also darum, Anwendungen für den Raspberry Pi. Meine Tochter baut gerade ein Haus. Wir haben da am 10. April gestartet und ich war selbst einer der Bauschöpfer bis Ende Juni. Ich war nicht auf Urlaub, ich war am Bau, weil ich so braun bin. Und ja, habe es also versucht, da hier das einfach mit zu dokumentieren. Und was ich da hier genau gemacht habe, möchte ich euch jetzt zeigen. Man kann davon eben sehr viel ableiten. Das heißt, wenn ein Raspberry das Raspberry einrichten möchte und bla bla bla, ist da sehr viel dabei. Mit auch dem Touchscreen, den wir da hier für diese Mac Mini Fastbox auch haben, dieses Einrichten. Wenn man es weiß, wie es geht, sind es 4 Zeilen. Und sonst kämpft man halt über Gebühr wieder lange. Ja. Also, da sind also sehr viele Teile dabei, wenn ich so einen Touchscreen-Raspberry da hier eben machen möchte. Gut, die Auflösung ist also sehr groß, wegen der Filmerei. Ich habe jetzt hier 800x600. Daher ja, schaut das hier so aus. Die Farben durch x mal herumschleifen und konvertieren sind auch nicht so gut. Aber das ein bisschen zurück an den Ursprung zu Schwarz-Weiß-Fernsehen halt. Gut. Starten wir an. Also das Thema heißt also Zeitraffer-Videos mit dem Raspberry Pi 3. Ich habe das auch mit dem 1er probiert. Ich mache dann eben aus meinen Einzelbildern auch Filme. Da kämpft dann der 1er ordentlich, was mit dem 3er dann relativ flott geht. Also ich kann es auch mit dem 1er machen, wenn ich nur Büttel mache, das ist kein Problem. Aber wenn ich dann wirklich einen Film aus meinen Bildern machen möchte, ich mache immerhin alle 10 Sekunden ein Bild und habe am Tag circa so eingestellt gehabt, dass ich 4000 Fotos habe und da macht man dann aus 4000 Fotos einen Film. Und ja, da muss er ein bisschen arbeiten. Gut, die Hardware ist allen bekannt, wie das gute Ding ausschaut. Ich habe auch gleich da hier unten links dabei, wenn das jemand eben wirklich 1:1 dieses Ding haben möchte, da kommt er direkt auf Amazon und klippt auch den aktuellen Preis für 35,99 kann ich hier sofort bestellen. Das habe ich bei jedem Teil so gemacht. Für meine Zwecke hatte ich eben dieses Gehäuse und ja, wenn ich so eine Mac Mini Fastbox habe, dann brauche ich dieses Gehäuse, habe ich wieder ausgebaut. Ja, dann eben diesen Touchscreen dazu, ein 3,5 Zoll Touchscreen. Da eben auch, wo finde ich den genau? Ich habe genau den Link bei Amazon, kriegt das Ding um 33,99. Ja, dann brauche ich dazu eine Kamera, die habe ich hier drauf, auf dem Stativ da hier. Das ist das Originalding von der Baustelle sozusagen, weil ich habe das auf einem i-Träger innen mit einer Schraubzwinge habe ich das befestigt gehabt. Ja, und auf der anderen Seite, dann habe ich noch ein Kabel dazu gebraucht, etwas längeres. Ja, ein Netzteil, da muss ich auch schauen, dass das genügend Energie liefert, weil wenn ich da so ein Raspberry 1 Ding anstecke, dann startet man der Bildschirm nicht, zu wenig Saft. Daher hier gleich der passende Link für das passende Netzteil, das ich da hier habe. Dann habe ich ja eine Micro-USB-Karte. Normalfall brauche ich keine. Bitte sehr. Ein langes Kabel muss man schon extra bestellen. Ja, ja, das kommt. So nein, das ist 15 cm das Originale. Ja, ja. Es wäre schon irgendwie gegangen, aber ja. Zuerst war eine andere Idee, dass ich irgendwo bei einem Mauerloch ausfahre mit meiner Kamera in den Raspberry innen habe. Aber dadurch, dass das so ein Weitwinkelgerät war, war so ein, ja, so ein Strauch an der Hausmauer, den habe ich mit drauf gehabt. Hätte ich müssen ein längeres Ding machen, dann wäre wieder ein Regen draußen gewesen mit meiner Kamera. Daher habe ich mich entschieden dann eben für diese i-Träger-Geschichte. Ja, also normal für Raspberry, was weiß ich, 16 GB würde ich empfehlen. Also ich habe dann doch ja, eine ganze Woche filmen müssen, werde dann noch später sagen, warum. Und dann hat das Ganze alles draufgelatzt auf so einer Speicherkarte. Und dann, wie gesagt, hier dieses Kabel, das ist 1,5 Meter und eben auch, wo ich das finde. Gut, das wäre einmal die Hardware gewesen, die ich für diese Aktion gebraucht habe. Und Software. Es gibt eben jetzt seit 14 Tagen in etwa, seit 16. August, die Stretch-Version von Debian für den Raspi, ganz neu, aktuell. Stretch. Ja, und ja, alles hier verlinkt, komme ich da sofort hin und kann da hier eben
In meinem Fall habe ich das ZIP heruntergeladen und habe hier gleich dazu, wie ich das eben entpacken kann. Und wenn ich es entpacke, erhalte ich dann eben eine Image-Datei. Ja. Also alles dokumentiert. Dann ist ja die Frage, wenn ich jetzt das Ganze auf meine Micro-SD-Karte speichern möchte, wie finde ich da hier den Gerätenamen heraus? Also ich mache das immer mit LSBLK. Irgendeinen funktionierenden Stick. Einen? Doch, danke schön. LSBLK. Ich glaube, da liest aber die Block-Devices auf. Ja. Und da sehe ich hier einmal meine eingebaute Festplatte. Wenn ich dann eben den entsprechenden Stick anstecke, dann warte ich ein wenig, mache dasselbe noch einmal. Ja, wird hier auch da gemountet, die Geschichte. Und dasselbe wiederholt, sehe ich dann hier eben als STB. Eben genau, das ist jetzt mein Hoppig-Stick, sehe ich da hier. Der wurde bereits gemountet. Ja, also so finde ich heraus, welches Device ist. Wichtig ist eben hier dieser Buchstabe B. Ich habe da hier eine Variable X in meinen Dingen drinnen, wo ich dann eben das X durch ein B ersetze. Also so suche ich immer genau schauen, da sehe ich auch die Größe und ich weiß, was ich angesteckt habe, 16 GB Stick, so finde ich wirklich, weil es ist immer das Problem, nicht, dass ich halt nicht das falsche Gerät da hier überschreibe. Nicht? Fatal ist es halt dann, wenn die Originalfestplatte, wie es meistens heißt, ja war, aber ob B bin ich schon gut dran. Also so finde ich heraus und dann mache ich jetzt noch ein werde wieder anmounten. Okay, Stick wäre wieder angemountet. Gehen wir gleich wieder zurück, weil sonst bleibt das Ding hier dort liegen. Dankeschön. Das wäre also diese Geschichte mit dem LSBLK. Das heißt also x gleich b oder x gleich c. In meinem Fall hätten wir also x gleich b gehabt. Und daher schreibe ich halt dieses Image mit diesem Diskdump, das haben wir gestern schon gesehen. Input-File, also ich bin auf dem Verzeichnis, wo ich das heruntergeladen habe, im aktuellen Verzeichnis, wo eben diese Image-Datei liegt, brauche also keinen Pfad anzugeben. Und dann sage ich eben Output, da hier eben dieses SDX, so ab diesem x muss ich eben mein herausgefundenes BCD nehmen, was ich halt gerade habe. Wenn ich andere Sticks angesteckt habe, suche ich halt heraus, welcher ist der, den ich also hier flashen möchte. In unserem Fall ist es ja eine Micro-SD-Karte. Die Schreibgeschwindigkeit ist die immer? Das kommt natürlich darauf an, wie teuer diese SD-Karte war. Ja, also Markenqualitätskarten geht schneller, aber das ist nicht die Welt, dass das drauf ist. Gut, dann hätten wir mal das Ganze drauf. Dann lasse ich diese SD-Karte noch immer in meinem Rechner. Und in dem Fall habe ich da hier SDB7 gefunden. Warum auch immer. Ja, ist ja wurscht. Ich muss mir einfach die Root-Partition suchen. Die mounte ich mir und dann gehe ich in das Verzeichnis etc. Network Interfaces und da richte ich mir mein WLAN ein. Das mache ich also noch nach dem Flashen, gehe gleich auf die Karten drauf und richte mir dort eben da hier im Interfaces. Das muss also hier ein dortiger Eintrag drinnen sein für das WLAN und da gebe ich eben hier SSID ein. In dem Fall habe ich hier das Thaler und weil das hier öffentlich im Internet liegt, habe ich also hier dieses Post-3-Taler nicht hingeschrieben. Ja, das wäre also Post-3-Taler. Ja. Und dann auch, wie man diesen Nano wieder verlässt mit STRG-O, kann man das da hier
eben speichern und mit STRG X kann man den Nano wieder verlassen. Ich muss das Ganze mit Root-Rechten machen, mit dem sudo davor. Wenn ich es nicht mache, dann sagt er mir, er lässt mich nicht schreiben. Wenn ich nur Nano schreibe, dann sagt er, er kann nicht schreiben. Ja, ich habe keine Schreibrechte. Gut, dann stecke ich eben die soeben so präparierte Karte in meinen Raspberry 3 hinein. Ja, und montiere gegebenenfalls den Touchscreen, die Kamera, Netzteil, Tastatur. Das stecke ich dann alles an. Tastatur, Maus. Ich stecke dann einen HDMI-Monitor an und dann fahre ich einfach diesen Rechner hoch. Das nächste ist, wenn ich auf den Raspberry von extern zugreifen möchte, was wir dann später machen werden, muss ich also hier das SSH starten. Ja, Service SSH Start, aber genau, kann ich mal das starten, wenn ich dann wieder boote, ist es wieder weg. Um das permanent zu machen, muss ich da hier eben System Control Enable SSH. Dann habe ich also immer hier SSH-Daemon installiert. Das nächste ist, wenn ich genau schaue, wird die Zeit nicht stimmen auf meinem Raspberry. Ja, die angezeigte Zeit ist falsch. Dazu installiere ich einen NTP-Server. Muss jetzt erst klar updaten, dann installiere ich den NTP, Network Time Protocol, den NTP-Server. Und dasselbe wie vorhin, macht er eben permanent, dass der eben immer wieder, dass er so gestartet ist, für alle Zeiten. Das haben wir gestern gelernt, sparen wir uns jetzt ja das Geld, oder? Ja, das habe ich auch erst gestern gehört, aber ich glaube, wenn ich schreibe, ist es automatisch dabei. Kann gar nicht anders. So modernes Zeug. Aber könnte ich mir da irgendwie permanente Rotrechte geben, dass ich nicht immer das Sudo eingeben muss? Ja, schon. Mit dem SU oder so? Sudo SU? SU, dann ist man in der Rootshell drin. Und wenn man es vergisst, dann kann halt einiges schief gehen. Also ich versuche mich konsequent dran zu halten, nur vor die Befehle, die als U laufen müssen, das Sudo davor zu schreiben. Weil kann ich gleichzeitig testen, ob ich noch irgendwas freigeben muss, wenn was nicht geht als normal. Also gestern waren jetzt zwei ehemalige Schüler von mir da, die kommen nach Wien. Und die haben mich immer geschimpft, dass ich immer und überall als Root gearbeitet habe. Jetzt habe ich mich wirklich diszipliniert. War für mich schwer, mich zu disziplinieren und mit dem Sudo zu arbeiten. Also wenn Sie das jetzt sehen würden, hätten Sie gefreut mit Ihrem Lehrer, dass der wirklich ordentlich arbeitet mittlerweile. Wenn mir das immer anzieht, irgendwas denied, das habe ich nicht brauchen können in der Geschwindigkeit. Aber wir wissen, das war ja genau das Problem von Windows. Ne? Da hat jeder Administratorrechte gehabt und auch jeder Virusadministratorin wissen ja, was die da alle angerichtet haben. Ne? Und das ist eben. Und ich bemühe mich also hier, also wirklich daher ordentlich zu arbeiten. Später werden wir also zum Video erstellen, dieses AV-Conf, das ist sozusagen das Nachfolgeprogramm von FFmpeg brauchen. Daher installieren wir also hier dieses AV-Conf und das ist in diesen LibAV-Tools drinnen. Ja, und ich habe gestern schon erzählt, wie einfach es ist, dass man diesen Touchscreen zum Laufen kriegt, wenn man weiß, wie es geht. Ja, ich habe hier einfach einmal ein CD, damit ich wirklich im Home Directory bin. Und sollte man vorher schon mal irgendetwas mit dem Touchscreen gemacht haben, dann wird eben wieder so ein LCD-Show-Verzeichnis angelegt. Das lösche ich gleich mal raus und starte eben von neuem. Also von GitHub hole ich mir diese Geschichte runter. Dann wird eben da hier dieses LCD-Show-Verzeichnis neu erstellt. Dann gehe ich in dieses Verzeichnis hinein und da gibt es also jede Menge von solchen Skripts, die also hier dann den entsprechenden Monitor einrichten. Da gibt es ja verschiedene große und ich suche mal hier diesen 35, diesen 3,5 Zoll Screen heraus. Ja, das heißt also, diese paar Befehle da hier richten mir meinen Touchscreen ein. Darum habe ich vorher gesagt, also unabhängig von meinem Zeitraffer-Geschichtel, so kann ich mal einen Raspberry Pi eben herrichten mit Touchscreen. Das HDMI Interface den großen Monitor parallel zum LCD betreiben. Ja, 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 ja. Dann, das nächste ist ja dann, dass wir remote auf das Ding zugreifen wollen. Und wenn ich den so einschalte, weiß ich gleich einmal nicht, welche IP-Adresse der jetzt per DHCP bekommen hat. Dann mache ich so ein Nmap, suche also das ganze Netzwerk durch. Ich gebe also hier die Netzwerkadresse an, das wäre also die Adresse von hier.
2.0 und eben das da hinten ist die Subnet-Maske. 2.5 Fuß, 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 2.5
Ich habe zum Klaus schon gesagt, das wäre eine Idee für eine Start-up-Firma, dass ich sage, ich ändere auf der ganzen Welt die Standardpasswörter. Weil das ist ja ein Riesenproblem, das auf uns zukommt, dass da alle möglichen Leute überall einsteigen können. Nicht? Weil ich war auf der CeBIT im Vorjahr, da haben sie es eben gezeigt. Nicht? Da gibt es so Siemens-Steuergeräte, nicht? Wo zig im Umlauf sind, wo man wirklich drauf kann. Und der ist auch drauf gefahren. Nicht? Da sind wir auf so eine Schwimmbadsteuerung gekommen. Nicht? Und ich habe gesagt, okay, morgen möchte ich der Wahlboden, dann fahre ich halt mit dieser Beckentemperatur auf 36 Kaffee und morgen gehe ich dann schwimmen. Also kann man durchaus machen. Nicht? Also da sind weltweit unheimlich viele Standardpasswörter unterwegs. Nicht? Und da, das wäre Arbeit, nicht? Die alle mal zu ändern, nicht? Das System auch gescheit reinzubringen. Gut. Genau, da gibt es also hier Einstellungen. Eine Raspberry Pi Konfiguration. Ja, Schnittstellen, da zum Beispiel muss ich die Kamera wirklich, die ist nicht, die ist deaktiviert, da kann ich über grafische Oberfläche ganz einfach, da hier auch das SSH. Aber da muss ich mir zuerst drauf kommen. Also ich könnte da hier vorher noch, wenn ich mit meiner Tastatur und Maus direkt angesteckt und mein HDMI-Monitor angesteckt, eben da hier rein und das so auch konfigurieren. Also da hier. Okay, ja. Ja, wichtig ist dann auch die Lokalisierung. Dass ich eben da hier die Zeitzone und dergleichen eben einstellen kann. Das mache ich jetzt nicht mal durch. Also hier kann ich über eine grafische Oberfläche ganz einfach den konfigurieren. Oder ich mache es eben vorher schon, wenn ich den einmal beim ersten System stand. So. Gut, da habe ich es ja beschrieben, was man da hier so einstellen soll. Ja, und dann kommen wir zum Eigentlichen, was ich so gemacht habe, um diesen Zeitraffer zu machen. Habe einfach so kleine Mini-Bash-Skripte erstellt, wo ich mir da hier quasi mal ein Datum generiere. Ich mache eben, wie man hier sieht, erstelle ich da jeden Tag ein neues Verzeichnis, eben mit dem Tagesdatum. Ja, das heißt, also heute werden wir 2017-09-01. Ja, werden wir dann eh sehen. Ne? Und dann eben starte ich hier eine Endlosschleife und dieses Leap 5 Sekunden. In Wahrheit sind es dann in der ganzen Prozessabfolge ungefähr Bilder in Abfolge von 10 Sekunden, die er hier schießt. Ja, diese Bilder kriegen von mir eben auch so einen Zeitstempel. Also der Dateiname ist so ein Zeitstempel. Ja. Mit Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde. Also auch da weiß ich ganz genau, vor welcher Sekunde dieses Bild stammt. Und der Befehl eben da hier, um Zeitrafferbilder zu machen, ist dieses Raspi-Stil da hier. Das wäre der Befehl. Und da kann ich ihm angeben, die Bildgröße, also Breite 1080x960 und den Output-Name. Und das schreibe ich ihm da hier in das Home-Verzeichnis von diesem Standard-User-Pi und eben in den Ordner Datum mit diesem vorhin erzeugten Datumsnamen. Die ganze Geschichte werden wir dann sehen, habe ich da einen Cron-Jobs gemacht. Das heißt, ich habe täglich, wie muss ich sagen, von Montag bis Samstag, habe ich da Freitag, 6, 7, Montag bis Samstag eben, um 6.50 Uhr habe ich das angestartet, dieses Zeitreffer SH gestartet. Dann habe ich um 16.30 Uhr, um 4:30, habe ich da hier das Ganze brutal einfach gekillt. Dann habe ich dann um 18.40 Uhr gesagt, soll er mir aus dem Ganzen einen Film machen. Und um 20 Uhr soll er mir alle Bilder zippen, eine ZIP-Datei draus machen. Und dann soll er mir um 22 Uhr in meine Cloud den Film hochladen und auch noch
alle Bilder hochladen. Das heißt also, das war so die Idee. Das Problem, was ich hatte, war das mit dem lokalen WLAN, dass das also nicht so gut funktioniert hat. Das hat es also nicht gemacht, in Wahrheit. Ja. Darum habe ich auch meine 64 GB SD-Karte gehabt, da habe ich das dann alles drauf, dann habe ich die mal rausgenommen und das Ganze auf mein Notebook kopiert. Am Ende einer Woche oder 14 Tage. Bitte sehr. Könnt ihr jetzt mit einem Internet-Stick oder sowas, mit einem LTE-Stick oder sowas? Ja, freilich, klar. Da brauche ich natürlich wieder entsprechende Umgebung, Gebäude, wo das ein bisschen geschützt ist, das Zeug. Ne? Ja, also gar keine Frage. Ich habe zwar einfach das, der Access Point von meiner Tochter und der war doch so weit weg, dass es also grenzwertig war, da hier was zu machen. Gut, das wäre also die Geschichte, dass ich jetzt bei Konter. Ja, und der Stopp von der Geschichte, das habe ich einfach auf die brutale, brachiale Methode gemacht, dass ich gesagt habe, sollen wir alle Zeit auf Geschichten daher killen, einfach gekillt. Das nächste ist dann, ja, ist, dass den Film eben generiert, ja, erzeugen wir ihm wieder ein Datum mit Jahr, Monat, Tag, dann setze ich noch sicherheitshalber den Eigentümer und die Gruppe von diesem Verzeichnis auf PP. Dann nur sicherheitshalber alle auf 755, das heißt lesen, schreiben und ausführen für den Eigentümer und so weiter. Dann gibt es noch folgendes Problem, dass dieses AV-Convert die Dateinamen, die ich hier generiert habe, nicht verarbeiten kann. Dieses AV-Convert verlangt einfach Bilder mit fortlaufender Nummerierung. Das heißt, ich erstelle einen neuen Ordner, der heißt Film. Und in diesem neuen Ordner Film taufe ich einfach die ganzen Geschichten um, dass die einfach fortlaufend nummeriert werden auf 6 Stellen, also 6 Stellen. Und ja, also dann macht er mal eben von A1 dann hier. Also 1, 2, 3, 4, 5 nummeriert einmal die Filme, die Bilder aufwärts. Und dann kann ich eben sagen, mit diesem AV-Convert, den ich ja vorher schon installiert habe, mit diesen LibAV-Tools, kann ich da hier eben diesen Film generieren. Der bekommt also diesen Hausbär-Boduschka mit dem entsprechenden Datum MP4. Nachdem der Film erzeugt wurde, lösche ich aus Platzgründen da hier dieses Filmverzeichnis wieder. Das kann ich jederzeit wieder erzeugen. Und gehe wieder zurück in das Home-Verzeichnis. Ja, das nächste Geschichte ist das zu zippen. Ja, einfach zip. Meine Zip-Datei bekommt das auch. Das aktuelle Datum. Und da nehme ich also alle Bilder aus diesem Datumsordner, werden hier hineingepackt. Dann Upload-Film, da hier mache ich also, alle kennen WGET, ich habe da ein bisschen herumexperimentieren, weil ich immer das Problem habe, dass das nicht funktioniert hat, bin ich schließlich irgendwann mal bei WPUT gelandet und ja, habe da hier eben über so FTP-Benutzername, das habe ich geändert und das wäre also quasi die Adresse von meiner Cloud. Und da habe ich ihm das entsprechend hineingeschrieben. Und was haben wir denn noch? Ja, da habe ich noch klein groß, das weiß ich jetzt gar nicht, was da genau war. Ja, und das nächste war ZIP-Datei uploaden. Ins Prinzip dieselbe, die ZIP-Datei da hier eben in die Cloud geladen. Und wenn wir jetzt noch kurz schauen, in die Cloud. Ah, super.
Also das ist auch sehr praktisch, habe ich meine Daten immer und überall zur Hand. Und da haben wir eben diese Geschichte, Videos. Da habe ich eben, ja, ich glaube Datum groß-klein, das war einmal das war April, dass man den April und Juni macht. Und da haben wir die andere Geschichte, jetzt schauen wir beim Juni. So schaut das dann einfach in der Cloud aus, wenn das Ganze in die Cloud geschoben. Das war so die Idee, da schippen die Sachen einfach dorthin und das war erledigt. Erfolgen Rechnerdaten bei allen Cloud? Das weiß ich nicht, weil die zwei Jungs, die gestern da waren, das sind ehemalige Schüler von mir. Ich bin 2015 in Pension gegangen, Ende des Jahres, wir haben also begonnen, Anfang 2015 das Ganze auf deren Landschaft zu verschieben. Das liegt irgendwo. Ja, ich glaube, in Wien irgendwo, ich weiß nicht, wo sie jetzt sind mit ihrem Zeug. Nein, nur gedacht, du wirst vielleicht zu Hause gehen. Nein, zu Hause habe ich das nicht, jetzt habe ich outgesourced, das ist schon schön. Zuerst war ich in der Schule, ne? Zuerst war ich in der Schule. So, jetzt ist es schon. Ja, sofort, sofort. Und Also so um die 40, 30, ja. 40 ja. Wählen vor allem dort pro Tag an. Ja. Das ist nicht viel mehr. Da habe ich jetzt einen. So schaut das jetzt aus. Aha, das sind die Farben sieht man jetzt ganz schlecht und das, den ganzen Bildausschnitt sieht man auch nicht. Also da sollte man so rechts sehen, wie man da hier diese. Ja, richtig, ja, also mit 50er Zirkel, das war spannend. 50er Zirkel, ja. Das Stück 20,2 Kilo wächst dann nachgeschaut, weil wir haben 1000 Stück davon gehabt und die haben oben da schon recht zach. Das ist die Mauer des Gehosten. Auf alle Fälle, ja. Spannend war das Eisenbinden, ganzen Tag unten beim Zecherl arbeiten, beim Zechen unten binden. Das war ganz spannend, den ganzen Tag. Und am Abend bin ich noch Hallenklettern gegangen, 4 Stunden, nächsten Tag strecke ich meinen Fuß, dann wollte ich aufs Klo setzen, geht auch nicht. Das war so nach dem ersten Tag. Aber das ist jetzt schade, dass man da, ich werde jetzt so kurz umschalten. Umschalten da hier. Darf ich da kurz eingreifen? Sollte irgendwas getan haben. Ist noch schlecht geworden. Ja, die Vorspiel nicht besser. Ja, ich wollte nur mehr Bild zeigen. Ne? Sieht man jetzt mehr? Ja, jetzt sieht man mehr Baustelle. Also ich war da hier, zwei Maurer haben wir gehabt und der Schwiegersohn und wir waren die Hilfsarbeiter dazu. Von 10. April bis Ende Juni war ich dort im Fitnessstudio. Von 10. April bis Ende Juni haben wir das gemacht. Inzwischen ist innen geputzt, ich war gestern auf der Baustelle, darum war ich gestern weg. Ja, gestern war ich weg, weil wir eine Besprechung gehabt haben, 18 Grad. Und hast du deiner Tochter extra was zahlt dafür für die Fitness? Nein, noch nicht. Hast du mit der Arbeit abgeht jetzt der datenschutzrechtlich, weil es ist ja einfach ein Bullshit, was ja datenschutzrechtlich so nicht ja sein darf eigentlich. Oder ist das eh? Ja, das ist. Ich habe es nicht unterschreiben lassen. Und ich werde es auch nicht gegen sie verwenden. Es war nicht mehr mein Polierort, war im 40er jünger als ich, nicht? Man erkennt ihn ja nicht. Ja, man erkennt ihn ja nicht. Da kommt also ein Pult drauf mit 10 Grad. Also so schaut das Ergebnis aus.
Ja, schalte wieder zurück. Gut, das Ganze, also ich kann also mit diesem, das kann ich jetzt noch kurz in Echtzeit was herzeigen, kann ich also nicht nur diese Zeitraffer, also diese Fotos machen, mit dem Raspberry Vid kann ich direkt Videos, also das als Videokamera machen, diese Raspberry-Kamera. Habe ich nicht gemacht, aber da habe ich einen Link hin, wo das eben beschrieben ist, wie man da hier das Video macht. Also mit Raspberry Vid. Dann noch vielleicht eine Geschichte. Normalerweise bewegt sich eine Mauer nicht so schnell, oder? Ist das jetzt super Speed? Ja, das kann man dann genau einstellen. Ja, das sage ich dir. Gut. Wo finde ich diesen Vortrag? Ist ganz einfach, sage ich immer. Mein Domainname ist per.st, kann man es leicht merken, per Steiermark. Ja, per.st, per Steiermark. Und wenn ich dort eben dann einfach nach Raspbian suche, dann finde ich das schon. Da habe ich das gleich. So, per.st nach Raspbian suchen. Also in meinem Doku-Wiki, ja, möchte ich dazu sagen, ich habe ja all das, was ich in der Schule so gemacht habe, ist hier drinnen alles dokumentiert. Ja, also meine ganze Arbeit, die ich gemacht habe, zum Beispiel wenn ich nur das Disk-Dump da hier suche, dann habe ich da hier jede Menge Disk-Dump-Geschichten. Also wenn ihr da hier dieses Klonen gerade jetzt vom Klaus, wird da hier auch beschrieben. In der Kurzversion kann ich das auch in geschwungene Klammer schreiben, von bis, von C bis L, kann ich so schreiben. Ja, und dann gibt es eben so Geschichten, wo ich auch den Fortschritt, Disk-Dump wissen wir, gibt es kein Bildschirmausgabe, muss ich warten, bis es fertig ist, aber mit diesem Trick vom Klaus, muss ich dazu sagen, kann man also da hier sehen, wie weit man mit dem Kopieren ist. Und das soll ja angeblich im Disk-Dump diesen Fortschritt auch schon geben, aber das hat bei mir noch nie funktioniert. Ich habe das PV dafür. Okay. Ja, gestern habe ich es so gemacht, das kann man. Okay. Ja, vielleicht geht es jetzt in der aktuellen Version, also in der letzten Version habe ich das nicht zusammengebracht. Also, ja, einfach jede Menge Disk-Dumps, was ich halt so zu sehen, weil ich nur einen Masterboot-Rekord zum Beispiel sichern möchte. Nicht? Dann nehme ich halt die erstens 446 Byte da hier, schreibe mal da hier irgendwo hin und kann es wieder zurückschreiben, wenn es ist. Also das ist unheimlich mächtig. Das ist also öffentlich, was ich hier so dokumentiere. Und für mich zu Hause, wenn ich irgendwas arbeite, ist ja immer, muss ich eine Notiz machen. So nebenbei, also ich. Braucht es immer wieder. Nächsten Tag weiß ich nicht mehr, was ich da gestern gehabt habe. Und da gibt es eben hier dieses ZIM. Gibt es ein ZIM, das ist so ein lokales Wiki. Das ist sehr praktisch eben. Weil wenn ich da einen Link hineinschreibe, kann ich da jederzeit sofort anklicken und bin schon dort. Also alles für zu Hause eben. Da mache ich einfach so meine Notizen. Kann da hier schon. Vor allem das Wichtige, das war gestern ja, die Frage nach dem Suchen von Michi. In diesem Wiki zu Hause quasi, Desktop-Wiki, kann ich da hier wirklich das, was ich da hier so alles mitdokumentiert habe, wieder irgendwas suchen, wenn ich da hier keine schöne Struktur angelegt habe. Aber ich kann da hier eben links Seiten einlegen. Knoppigstage. Und ich kann da hier auch Unterseiten dazu
geben. Ja, also das. Ich kann da hier so Unterseiten anlegen. Also da kann ich schon ein bisschen strukturieren und eben überall diese Dinge suchen. Also so als Notizzettel nehmen, was dann am früher immer alles voller Post-its war, das mache ich da. Meinst du jetzt da oder beim? Hier bei diesen Zimmeln etwa, ne? Das sind alles so ein Zocke, ist aber ein Lobby, den habe ich. Das war. Ja, Home bin ich da. Sehe. Nein, ich hab da gestern was reinkopiert schnell, weil ich habe da gestern mein Doku-Wiki herumgepfuscht, da habe ich zwei Versionen gehabt, da habe ich eine Version da rein und das zwei wieder rein gemacht mit dem. Mit dieser Zwischensicherung da hier. Ja, exportieren geht nur in HTML. Es geht in HTML, aber von HTML to PDF gibt es auch, HTML to PDF gibt es auch wieder was. Ja. Aber es liegen an sich im Hintergrund, glaube ich, nur Textdateien. Mit denen kann ich wieder alles machen. Die Pakete, das ist Dateien mit Wiki-Syntax. Bitte? Dateien in Ordnung mit Wiki-Syntax. Ja. Sagt APT-Show. Und da hier eben die Geschichte ist eben Doku-Wiki. Das ist sehr spannend. Das heißt, auch alles hier in Textdateien. Das ist sehr praktisch, weil ich mache einfach so Sicherungen davon nicht, aber so ein Skript halt daheim, wo ich einfach diese ganzen Textdateien daheim auf meinen Rechner schiebe. Und daheim habe ich auch in Köln noch ein extras Backup-Server stehen, dann schiebe ich das auf den Backup-Server, also sollte mir nicht allzu viel passieren. Okay. Man schreibt in einen normalen Editor, mit Markdown-Syntax und mit Bandoc kann man das in alle verschiedenen Formate dann machen. Das ist in HTML, in PDF, in LaTeX, das ist eigentlich der Okay. Das ist ein Bild zum Bandoc. Bandoc? Ja, also schreiben das in einen Editor und schreiben es in Markdown. Ha, so haben wir. Das muss halt immer wieder aufrufen. Der Bandoc, ne? Ja. Und da ist es eben, wenn ihr jetzt irgendeinen Link habt, so wie jetzt diese Idee, Steuerung C, nehmt diesen Link und schmeißt ihn da hier eben in Knoppix-Tage hinein, Steuerung V, und habt den dokumentiert. Eben das lokal, damit es aus mit dem Team und sonst eben das Doc-Wiki, wenn ich die Geschichten eben öffentlich machen möchte. Gut, schauen wir mal schnell mal das Detail. So, jetzt nochmal ganz kurz eine Demo. Jetzt bin ich eben mit SSH meinem Raspberry Pi drauf. Jetzt starte ich eben da hier meinen Zeitraffer an. /Zeitraffer SH. Und jetzt sollte eben diese Kamera alle 10 Sekunden, jetzt muss irgendwer was tun. Aber nur alle 10 Sekunden. Macht er eben hier jetzt diese Videos. Nicht am Abschalten oder? Bitte? Kontrolle nicht abgeschalten, oder? Da hier? Ich habe das so nicht gehabt. Auf der Baustelle. Bei der Kamera. Verstanden, dass bei der Kamera, wenn er flasht, wenn er auslöst, dass er Lampen gibt. Nein, gibt es nichts. Nein, sicher nichts. Okay. Ich muss dicker schreiben. So weit immer wird das gar nicht gehen. Unheimlich brat. Also ich habe sicher. Ich hab das sicher drauf. Werden wir sehen. So, ich breche das Ganze ab. Und jetzt machen wir. Wie gesagt, hat eben diesen Ordner jetzt angelegt, wie versprochen. Ja. Und hat eben da hier diese Bilder gemacht. Und jetzt schauen wir uns das in der No Machine grafisch an. Da einen. Irgendein. Ist ein Werkzeug, wo kann man da hin? Ich finde jetzt keinen Dateibrowser auf die Schnelle mit der Oberfläche. Machen wir das einmal zu. Da sind wir da. Jetzt bin ich in der Genie, super. Da ist er, den suche ich. Den suche ich.
1.9. So, also das wäre jetzt, müsste wieder eine andere Auflösung machen, aber das wäre so ein vom Zeitraffer erstelltes Video. Bitte? Ah, genau. Okay, willkommen. Jetzt war es leider nicht da. Ich habe heute so viel mit Sudo gearbeitet, weil ich gesagt habe, ich hätte es mir gefreut mit einem alten Professor, dass er sich endlich bemüht. Genau, könnt ihr nachschauen, dass das eh stimmt. So, damit wäre ich an sich fertig. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, da war ein bisschen was dabei für die Zukunft.